3, 2, 1. Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Und ja Leute, wir befinden uns hier gerade eigentlich in der Stadt des Feindes in Kempten. Zudem möchte ich mal ein bisschen Trödel loswerden, den ich habe. Lass mal gucken, ob wir hier einen Händler finden. Hier gibt es doch sicher Händler, oder? Hier. Ich lebe gerne in Krempen. Die Leute... Ja. Aber bei denen kann man Seelensteine kaufen. Verkaufen kann ich bei dem jetzt Sachen, die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel diese Sachen. So. Ja. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Oh, Kassette des Dingsens. Das wollte ich auch mal öffnen. Das habe ich komplett vergessen. So, mal gucken. Was können wir noch? Ja, das ist ein Stufe 4er Ring. Können wir wegmachen. Das können wir natürlich auch wegmachen. Das ist eigentlich eine Rüstungsverzauberung, aber die brauche ich nicht. So, weg damit. Und dann haben wir eigentlich schon alles verkauft, was wir nicht brauchen. Außerdem können wir unsere Ausrüstung hier reparieren. Für ein wenig Geld. Und ja, dann können wir mal gucken, was ich hier in der Kiste überhaupt drin habe. Ui. Beinschutz mit 2007. Ein Flammenstab. Oder ein Bogen. Okay, und ein Seelenstein ist da natürlich drin. Cool, das heißt, wie viele Seelensteine habe ich jetzt? Ich habe 5 Seelensteine. Das ist cool. Dann habe ich hier noch diese Dingsens hier. Das heißt, ich kann die Kette austauschen. Genau. Können wir eigentlich auch zerstören, weil ich die nicht mehr brauche. So. Das heißt, ich benutze hier auch mal ein paar der Rezepte, um Sachen zu erlernen. Genau. Gut. Okay, dann müssen wir uns jetzt eigentlich schon wieder aufbegeben zur Quest, Leute. Ich wollte hier eigentlich nur ein bisschen mir mal die Stadt auch mal angucken und mal ein bisschen so, ne? Also ein bisschen natürlich geheime Spionagearbeit betreiben. Ich war natürlich undercover unterwegs, denn so jemanden erkennt man, der ich sehe aus wie der letzte Bimbo. Aber egal. Denn wir begeben uns jetzt auf nach Stromfeste, wo man die Feste des Stroms feiert. Wir müssen hier natürlich mal wieder mit unserem guten Freund hier hinten reden. Ah, nein, das ist sogar Catwell. Der ist eigentlich nicht unser guter Freund. Oh, da seid ihr ja. Habt ihr wohl einen Moment zum Plaudern? Eigentlich nicht. Falls wir dieses Gespräch schon hatten, wollte ich euch nur für die nützlichen Ratschläge danken. Aber falls ich euch seit unserem Gespräch an diesem rätselhaften Grabstein nicht mehr gesehen haben sollte, was wesentlich wahrscheinlicher ist, könnte ich wirklich eure Hilfe gebrauchen. Ich bin gerade erst zurückgekommen, Catwell. Sag mir, was nicht stimmt. Junge, der Typ soll mich in Ruhe lassen. Hatte ich die Träume erwähnt? Eigentlich sind es Visionen. Sie kommen und gehen ohne Vorwarnung. Als ob ich durch die Augen von jemand anderem blicken würde. Äußerst verstörend, aber irgendwie auch interessant. Auf jeden Fall haben ich und meine treue Schaufel das ganze Grab durchsucht. Aber er war weg. Weg? Wer war weg? Der Kopf des Verräters! Die Träume, die Visionen, sie zogen mich hierher. Aber jemand hat ihn geholt, bevor ich das konnte. Ich habe ein äußerst seltsames Gefühl in der Magenkuhle. Es könnte der Spinnwebbrei gewesen sein, den ich zum Frühstück hatte. Oder es wird etwas Schlimmes passieren. Ihr glaubt, der Kopf des Verräters hat etwas mit den Drachen zu tun? Nun, das ist, als ob man ohne Seil von den Klippen des Scheiterns springt. Oder wenigstens ohne das Ende festzuzurren. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich diesen Fehler schon gemacht habe. Oh, Abnur will euch sehen. Er ist mit dem Katzengeneral im Rathaus. Ich werde Abnur Tarn suchen gehen. Abnur. Was ist das eigentlich für ein scheiß Vorname? Moin, Tarn.
Jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, der orakzische Soldaten, Nekromanten und Drachen einbezieht. Ich habe ein paar Möglichkeiten vorgeschlagen, aber Gareshri war von keiner von ihnen wirklich überzeugt. Sagt mir, was ist mit Kamira und der Quelle der Untoten? Kamira und ich haben haben die Nekromanten in den Bergen getötet, aber Euraxia hat eine ganze Armee von ihnen. Ihr zeichnet ein bedrückendes Bild, mein Freund. Trotzdem müssen wir jeden Sieg feiern, den wir erlangen. Ich fürchte, dass solche Triumphe eher spärlich gesät sein werden. Habt ihr sonst noch etwas zu melden? Ich habe mit dem Drachen Muramir gesprochen. Er sagte, dass Euraxia ihre Marionette wäre. Und er befahl uns, Elsweyr zu verlassen. Meine Halbschwester meint gerne, dass sie das Sagen hätte. Sie wird es nicht gerne hören, Marionette genannt zu werden. Was das Verlassen von Elsweyr angeht, wohl kaum. Ganz offensichtlich fürchtet Mulamir uns. Ansonsten hätte sich der Drache nicht dazu herabgelassen, mit euch zu sprechen. Habt ihr mit Catwell gesprochen? Er macht sich Sorgen um das geöffnete Grab, zu dem ihr mich geschickt habt, um ihn zu treffen. Nach jedem Gespräch, das ich mit Catwell habe, dröhnt mir der Schädel. Aber ein Rätsel nach dem anderen, wenn das möglich ist. Wenn meine Halbschwester doch nur vernünftig wäre und erkennen würde, dass die Drachen sie ausnutzen. Warum versuchen wir das nicht? Lasst uns doch mit eurer Halbschwester in Krempen sprechen. Eine Unterredung? Ich mag sie nicht, aber wir gehören zur selben Familie. Außerdem müssen wir den Khajiit Zeit verschaffen, um sich neu zu sammeln. Ihr denkt langsam wie ein Tarn, mein Freund. Hier nehmt in der Zwischenzeit dies. Gareshri gab es mir, aber ich weigere mich, eine Bezahlung für meine Dienste anzunehmen. Okay. Oh, das ist eine stärkere Waffe. Ein Treffen mit Euraxia ist eine fabelhafte Idee. Ich lasse in Krempen Bescheid geben, dass wir kommen. Ich nehme an, dass Euraxia mich gemäß meines Standes behandeln und einer Unterredung zustimmen wird. Kümmert euch erst noch um alle dringenden Angelegenheiten, die ihr zu erledigen habt, und sucht mich dann auf, sobald ihr aufbruchbereit seid. Wir sollten uns einen Plan für die Verhandlung mit Euraxia zurechtlegen. Rein zufällig habe ich bereits einen. Er sieht vor, meine Halbschwester mit Witz, Charme und Worten, die sie kaum versteht, abzulenken. Und ihr? Euraxia konnte noch nie einem schönen Gesicht widerstehen. Ihr werdet so tun, als wärt ihr mein Leibwächter und mein Leibdiener. Ihr wollt, dass ich euer Leibdiener bin? Betrachtet es als eine Art von Verschleierungstaktik, um von euren wahren Absichten abzulenken. Ja, wir wollen Euraxia keinerlei Anlass bieten, sich unwillig gegenüber Versöhnungsangeboten zu zeigen. Nicht, dass ich erwarten würde, eine Übereinkunft mit ihr zu erreichen. Aber trotzdem, trefft mich in Krempen und wir gehen gemeinsam in den Palast. In Ordnung, ich treffe euch in Krempen. Geht weiter. Ich bin in der Lage, allein nach Krempen zu reisen. Wir treffen uns an den Stadttoren und gehen von dort aus zum Palast. Ich bin recht sicher, dass Euraxia sich an unsere Absprache hält, aber seid für alles gewappnet. Sie ist schließlich immer noch eine Tarn. Erzählt mir mehr über eure Halbschwester. Wir standen uns nie besonders nahe, falls ich das noch nicht ausreichend klar gemacht haben sollte. Euraxia ist eine versierte Magierin. Meine jüngere Halbschwester war schon immer ehrgeizig, aber das wahre Ausmaß ihrer Bestrebungen wurde mir erst nach dem Eisherbstputsch klar. Eisherbstputsch? Vor ungefähr 6 Jahren nutzte Euraxia die Verwirrung, als Kaiser Varen mit seiner Rebellion beschäftigt war, um eine Kolonne nibenesischer Söldner ins nördliche Elsweyr zu führen. Sie erklärte sich selbst zur Königin von Krempen und der angrenzenden Liegenschaften. Und man hat sie einfach gewähren lassen? Natürlich nicht. Die Khajiit nennen sie die Usurpator-Königin. Erinnert ihr euch? Sobald Varen Kaiser wurde, hatte er andere Ärgernisse, um die er sich sorgen musste. Genau wie Königin Eiren. Solange der Allianzkrieg ihre Truppen bindet, sind die Khajiit hier draußen auf sich allein gestellt. Okay. Das macht Sinn. Okay.
Ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken, dass wir hier uns ausrüsten. So, mit der stärkeren Waffe. Die sollte sogar einhändig sein. Das heißt, wir könnten theoretisch noch eine zweite Waffe wählen. Ist das hier? Ach, das ist zweihändig. Genau, es gibt nämlich einhändige und zweihändige Waffen, Leute. Und ja. Das ist auch zweihändig. Egal, die Waffe macht am meisten Schaden. Und daher sollten wir die auch verwenden, auch wenn sie nur einhändig getragen wird. Und nicht gerade sehr krass aussieht, aber ich meine, es sind Khajiit und naja. Eine Verhandlung mit der Usurpator-Königin? Ich bezweifle, dass sie einer diplomatischen Lösung zustimmen wird. Doch das erkauft uns Zeit, um unsere Ressourcen aufzufrischen. Nun gut, nehmt Tarn und trefft Euraxia. In der Zwischenzeit bauen wir das wieder auf, was von der Miliz noch übrig ist. Warum bezeichnet ihr Euraxia als die Usurpatenkönigin? Sie marschierte mit einer Söldnerarmee nach Anekina und eroberte Krempen. Ihre Streitkräfte töteten die königliche Familie und sie krönte sich unrechtmäßigerweise selbst zur Königin. Damit ist sie eine Usurpatorin. Ich bete, dass ich noch miterlebe, wie sie für ihre Verbrechen büßt. Naja, ich hoffe es für dich, ne? Und hier, wer bist du? Also das ist die Hauptmännin Nalado. Diese hasst die Vorstellung, mit der Usurpator-Königin zu sprechen. Wir sollten ihr lieber die Kehle durchschneiden. Aber ja. Nalado erkennt die Notwendigkeit, selbst wenn sie ihr nicht gefällt. Euraxia wird euch aller Voraussicht nach verraten. Also seid vorsichtig, wenn ihr euch ihr stellt, ja? Wie wurde Euraxia Königin von Krempen? Indem sie mit einer Söldnerarmee nach Elsweyr marschierte und die rechtmäßigen Khajiit-Herrscher abschlachtete. Die Usurpatorin hat nicht nur König und Königin getötet, sondern sie hat auch den Rest der königlichen Familie ermordet. Ihre Verbrechen umschwärmen sie wie die Fleischfliegen den Dung. Ah, ja, okay, gut. Trefft Abnotan in Krempen. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, brechen wir auf nach Krempen. Aber das machen wir natürlich in einer anderen Folge, Leute, denn die Folge ist mal wieder vorbei. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es heißt The Elder Scrolls Online. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao, Leute!